take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Feel the sun on your face.
finished, you'll get a fresh start. So count to ten, take a deep breath. This is the only way you'll ever find out that it won't always be this way. You will get there someday, babe. Feel the sun on your face. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done. I'ma drink at this page. To be someone else, I would, and like all of you. I know that I'm obvious, yet I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Hallo liebe Videofreunde, ja, ihr habt leider von uns sehr lange nichts gehört. Vielen Dank, dass ihr schon nachgefragt habt, wie es uns geht. Ja, es gab irgendwie überhaupt gar nichts zu berichten. Also wir waren wirklich dann nach St. Peter-Orli nirgendwo gewesen und gab nichts zu sagen. Deswegen haben wir uns auch einfach nicht gemeldet, weil irgendwie ein Video, sich irgendwas ausdenken, damit man ein Video drehen kann, das bringt es ja dann auch nicht. Eigentlich wollten wir jetzt auch gemeinsam das Video machen, aber ich bin alleine hier, weil Michael in seinem Job, da geht es momentan drunter und drüber, das ändert sich auch irgendwie stündlich, seine Pläne, und er kann leider, also weder Heiligabend noch, also das wird ja dann heute sein, wenn ich das Video rausbringe, und auch morgen am ersten Weihnachtsfeiertag auch nicht da sein. Er kommt erst spät am ersten Weihnachtsfeiertag, sehr spät abends zurück, und dann haben wir nur den zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen, und dann muss er nochmal nach Leipzig arbeiten, und dann kommt er aber am 29. nach Hause und ist über Silvester dann auch da.
Wir haben aber damit auch das nächste Problem, also weil, wenn wir das Video zusammen gemacht hätten jetzt, wir hätten das mit Masken machen müssen, weil der Arbeitgeber von Michael, ja, also keine Tests organisiert. Im Moment müssen wir sehen, dass wir selber uns irgendwie Tests organisieren. Und ja, und für den einen Tag, wo Michael zu Hause ist, hätte sich das auch gar nicht gelohnt, sich testen zu lassen. Und man weiß auch gar nicht, wo. Michael muss erstmal rausfinden, wo wir hier in Cottbus das machen lassen können. Und also werden wir dann einen Tag hier zu Hause mit Maske sitzen müssen. Und nachdem er dann in Leipzig war und dann für mehrere Tage nach Hause kommt, da werden wir dann sehen, dass wir irgendwo dann einen Test bekommen. Wobei diese ja auch dann immer nur den Moment aussagen, der gerade ist. Ja, die Inkubationszeit ist ja auch mindestens 3 Tage, also ist auch immer nichts Hundertprozentiges, ne? Aber sagen wir mal so, man kann erstmal für diesen Moment oder für diesen 1 oder 2 Tage kann man sich dann vielleicht erstmal ein bisschen sicherer sein. Geht trotzdem ein bisschen auf Abstand, aber man muss vielleicht keine Maske unbedingt tragen. Ja, und von daher habe ich mich dann jetzt entschieden, dass ich mich alleine hier hinsetze und das Video mache und euch liebe Grüße sagen soll, auch von Michael, ne? Ja, was soll ich erzählen? Corona hat uns also auch wie alle anderen total im Griff. Also ich bin völlig isoliert im Moment, schon eigentlich seit Monaten, aber jetzt im Moment extrem, weil ich gar keiner mehr hierher kommt, weder ein Pflegedienst für meine Mutter noch irgendwie jemand anderes, Logopädie oder so, es kommt niemand, auch die Betreuung, die für meine Mutti immer da war, mit ihr gespielt hat, mit ihr spazieren gegangen ist, kann im Moment auch nicht kommen, arbeitet in der Schule, also geht nicht. Im Moment ist einfach... Also totale Kontaktbeschränkung und dadurch ist es auch manchmal ja schon ein bisschen einsam. Man kommt dann schon an seine Grenzen auch. Man ist auch irgendwie nervlich ein bisschen angespannter, weil ja, es ist einfach irgendwo eine sehr, sehr schwierige Zeit. Nichtsdestotrotz muss man dankbar sein, wenn man gesund ist. Ich habe gerade heute wieder von einem ganz fürchterlichen Fall gehört in meinem Bekanntenkreis, also auch mit Todesfolge. Und auch mehrere Familienmitglieder, die betroffen sind. Von daher muss man immer dankbar sein, wenn man wirklich gesund ist. Und aber diese Angst, die man irgendwo ein bisschen im Nacken hat, egal, wenn man einkaufen geht oder so, auch wenn man sich also 1000-prozentig schützt. Also ich mache wirklich ganz viel und Maske, FFP2-Maske, doppelte Handschuhe. Ich desinfiziere alles, was ich einkaufe zu Hause. Alles. Also ich bin wirklich recht akribisch in der Sache und trotzdem gibt es keinen 100-prozentigen Schutz. Es ist einfach so. Und man hat immer so ein ungutes Gefühl, ein bisschen in sich und ja, also ich möchte es nicht haben. Michael möchte es nicht bekommen. Wir sind beide auch nicht mehr so jung und Michael ist eh sowieso dann auch mit der Vorerkrankung, die er hat, ein Risikopatient. Und ja, ich habe auch eine Lungengeschichte gehabt mal, von daher auch nicht so ganz prickelnd und über meine Mutter braucht man gar nicht nachdenken, ne? Das wäre also der Freifahrtschein für den Sarg, ne? Und das ist schon ein komisches Gefühl, ne? Aber ich bin so froh, dass das jetzt so ist, wie es ist, dass ich sie zu Hause pflegen kann. Auch wenn der Pflegedienst nicht kommen kann, leider Gottes, die haben auch Corona-Patienten und jetzt auch Mitarbeiter-Infizierte, geht nicht. Und ich wirklich alles alleine machen muss, bin ich froh, trotzdem, dass ich das machen darf, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich sie schützen kann, dass ich sie retten kann, solange wie es irgendwie geht. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar darüber, ehrlich. Also es ist so eine schlimme Zeit im Moment, so eine traurige, fürchterliche Zeit, die wir gerade erleben, dass sowas mal kommt, also das hätte man sich nicht in irgendeinen Traum ausgemalt, ja, dass sowas mal passiert. Ich habe mir es auch, also ich habe Corona von Anfang an ernst genommen. Ich wurde belächelt, ich wurde als hysterisch bezeichnet, was über mich alles gesagt worden ist und auch viel gelacht worden ist, weil ich das von Anfang an, also auch mit der Hygiene ernst genommen habe. Aber das, was jetzt passiert ist, also ich meine, übertrifft noch meine Vorstellungen, die ich hatte, ja. Und es zeigt wieder mal, dass
dass so ein kleines Virus die ganze Welt beherrschen kann. Es ist verrückt, aber es ist eine total verrückte Zeit, die wir gerade erleben. Naja, und bei uns war das ja auch so, hier in Cottbus, wir hatten lange Glück gehabt, einfach nur Glück. Und dadurch war natürlich die Gesellschaft hier, die Menschen, die haben das nicht für voll genommen. Die haben gedacht, Corona gibt es nicht. Die haben nicht daran geglaubt, dass Corona gibt. Also hier habe ich das Gefühl gehabt, dass es 80% Corona-Gegner gab. Wirklich, es ist so. Also keiner hat das richtig für ernst genommen, ne? Und das ist natürlich auch das Resultat, weil dann kam es wirklich hier in der Region mit einem Schlag. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wo diese wirklich schlimmen Zentren sind, dann spricht das für sich. Und auch hier hat es eingeschlagen, und zwar richtig. Und das ist so traurig und so schlimm, aber wir müssen durch diese Zeit jetzt irgendwie durch und können nur hoffen, dass die Menschen irgendwann aufwachen und verstehen, dass nicht wir dieses Virus im Griff haben, sondern das Virus hat uns im Griff. Und wir müssen das Bestmögliche tun, um wieder zu unserem alten Leben irgendwann zurückzukommen. Also das ist einfach, ist keine schöne Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Also das ist halt einfach so. Ja, aber wir können nichts ändern. Wir können nur versuchen, irgendwo uns zu schützen und so gut wie möglich die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und was ich sehr schade finde, und das möchte ich einfach in diesem Video mal sagen, vielleicht, ja, das Thema möchte ich einfach mal ansprechen. Also wir Privatpflegenden, wir, die zu Hause schwer kranke Menschen pflegen, wir wurden total vergessen. Wir bekommen keine Tests, also wir haben keine Möglichkeiten, uns irgendwo testen zu gehen. Wenn, dann müssen wir das alles privat machen, alles privat finanzieren, wir bekommen gar nichts. Und das finde ich, wir bekommen also auch keine FFP2-Masken. Ich habe das Glück, ich habe eine gute Firma, die Pflegemittel verschickt, und ich bekomme jeden Monat 3 FFP2-Masken. Es ist egal, ich habe schon lange FFP2-Masken, wir haben uns die gekauft. Schon ewige Zeiten benutze ich die. Aber ich finde es gut, dass ich von der Firma dann auch welche, wenigstens 3 Stück im Monat bekomme. Das machen viele andere nicht. Zu Peppino sei gesagt, ja, der war jetzt in Pirna 6 Wochen. Leider Gottes haben wir ihn aber nicht komplett repariert zurückbekommen. Wir haben auch kein Übergabeprotokoll bekommen. Uns wurde nur der Schlüssel in die Hand gedrückt. Da war kaum einer da. Es war eine Notbesetzung da. Also so, dass wir sagen müssen, dass wir da nicht so ganz glücklich darüber sind, wie das gehandhabt worden ist. Es ist, die Aufbaubatterie geht immer noch nicht. Die Aufbaubatterie ist definitiv wahrscheinlich kaputt. Sie lädt nicht vollständig auf und entlädt sich immer sehr schnell. Michael hat alles probiert, aber es geht nicht. Und ja, das eine Brett auf dem Boden, was sich durchgebogen hat, das haben sie auch nicht repariert. Also was heißt, das ging am Anfang, war es weg, und Michael vermutet, dass ein Klotz oder irgendwas da unten reingestellt haben, und das ist dann durchs Fahren wieder verrückt. Jetzt biegt sie sich genauso, wenn nicht noch schlimmer, wieder durch. Die Fliegenschutztür ist aber gemacht, die Badtür geht, und auch der Boiler riecht nicht mehr so nach diesen, ja, weiß nicht, was das gewesen ist, wie verbrannt hat das ja gerochen, ne? Das wäre wohl auch weg. Michael ist gerade mit dem Peppino in Kaiserslautern, also in Ramstein, arbeiten und kann da drinnen wohnen. Das ist auch gut zu Corona-Zeiten. Ja, und da werden wir nochmal sprechen müssen, wie wir das handhaben. Also ich bin nicht gewillt, nochmal nach Pirna zu fahren jetzt in der nächsten Zeit, weil es auch gar nicht möglich ist. Ich habe niemanden für die Mutter. Ich habe es das letzte Mal schon mitgenommen. 4 Stunden Autofahrt ist für meine Mutter eigentlich eine Zumutung. Aber es ging nicht anders. Und jetzt noch wieder mal dorthin zu fahren, weil irgendwas vergessen worden ist, also das sehe ich nicht ein. Ich hoffe, dass mir jetzt hier die Batterie irgendwo beim Fiat-Händler austauschen können. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das Brett und wie vielleicht da unten den Boden selber ganz machen können. Schauen wir einfach mal. Also das war nicht ganz so erfreulich. Also viele Dinge funktionieren jetzt, aber eben es sind noch die beiden, und die sind ja wichtig. Die Batterie ist wichtig. Das funktioniert halt eben immer noch nicht. Ja, fürs nächste Jahr haben wir noch gar keine richtigen Pläne. Wir hatten eigentlich uns vorgenommen, dass wir Ende Februar bis Mitte März in Norden fahren wollten, Polarlichter sehen. Aber das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass wir immer eine Tonne kloppen können. Und müssen wir einfach noch geduldig sein. Wir haben gar keine Pläne gemacht. Wenn es irgendwo möglich ist, nächstes Jahr zu reisen und auch meine Mutter den Gesundheitszustand mitspielt, dann würde ich natürlich
ganz, ganz gerne nach Norwegen fahren. Also ich vermisse mein Norwegen sehr. Ich habe auch richtig, also manchmal Wehmut. Ich würde wirklich gerne nach Norwegen fahren. Also das würde an erster Stelle oben stehen, falls es irgendwie möglich wäre. Ja, also Michael und ich, wir wünschen euch ein ruhiges, gesundes Weihnachten. Vielleicht schafft ihr es, ein bisschen in Familie zu sein. Ansonsten einfach mal wirklich ein Jahr lang ein ruhiges Weihnachten. Alles ganz klein, ein bisschen runtergefahren. Und tut uns nicht weh, schadet uns nicht. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Vor allen Dingen eben, dass ihr gesund seid. Und ja, ich denke Weihnachten an die vielen Menschen, die jetzt in Trauer sind, die Schlimmes erleben, die nicht zu ihren Angehörigen können und dabei sein dürfen, teilweise wenn sie versterben, die ganz schreckliche auch Beerdigungen erleben müssen, die ja einfach betroffen sind von dieser Pandemie. Da gehen meine Gedanken ganz besonders hin. Und auch an viele arme Menschen und auch kranke Menschen, da möchte ich auch dran denken an diesem Weihnachten. Weihnachtsfest möchte ich nicht sagen, es passt irgendwie nicht. Ja, und ich wünsche mir halt eben auch, dass wir dieses Virus irgendwie in den Griff bekommen und dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder schöne Reisen machen können und ein etwas unbeschwerteres Leben führen können. Also so wie es war, wird es eine ganze Zeit noch lange nicht sein, aber vielleicht ein kleines bisschen wieder Hoffnung bekommen und auch schöne Erlebnisse haben dürfen. Und das ist das Wichtigste. Also gesund bleiben und positives Denken, das wünsche ich mir für das Jahr 2020. Wir sehen uns dann hoffentlich im neuen Jahr in alter Frische wieder mit positiven Nachrichten, hoffentlich mit besseren Nachrichten, in einer vielleicht etwas besseren Zeit als jetzt. Ja, bleibt schön gesund, bis bald und macht's gut. Tschüss!